Fassen wir mal zusammen, okay? Es sollte eigentlich ein echter Neustart werden. Eine perfekte Welt. Frei von all dem Bösen, das die Wurzel des Unheils war in jeder Ecke des bekannten und unbekannten Universums. Es sollte ein sicherer Ort für die Kinder sein. Die Kleinen ihr. Ihr, klein. So weit, so gut. Aber alles lief aus dem Ruder, gleich nach eurer Ankunft. Nun, ich kann euren anfänglichen Schock verstehen. Das direkte Treffen auf Maxis. Vor allem nach all der Zeit. Doch ihr habt das Richtige getan. Seid dem Plan gefolgt. Brachtet den Schlüssel der Beschwörung her und zerstörtet diese verfluchte Maschine ein für alle Mal. Die Sache ist, Maxis hat die Lage völlig versaut. Bitte, du musst mir helfen. Er hat Stimmen gehört. Sie flüsterten. Nur gemeinsam können wir die Vernichtung deiner Welt verhindern. Es war nicht wirklich sein Fehler. Wusstet ihr, dass er noch keine Seele hat? Nach dem Hirn ging es nicht weiter. Was soll's? Der Schlüsselmoment. Also, der Moment der Entscheidung war, als Maxis mit diesem Beschwörungsklimp im Garten spielt und aus Versehen einen noch größeren Bastard freigesetzt hat. Nicht einmal ich hatte den da drin vermutet. Den Schatten. Der einzig wahre und echte Vorbote der Hölle. Ich werde nun absolut aufrichtig mit euch sein. Die Lage ist völlig außer Kontrolle geraten. Das ist nicht so ein vages Buhuhu-Böses. Wir reden hier über die Apotikons. Die wahrhaft mächtigsten und gefährlichsten Entitäten all der Existenzen, die jemals existierten. Und jetzt sind sie hier, in unserer perfekten Welt. Die Lage ist, ohne sie schön zu reden, eine verfickte Scheißparade. Wir haben unser Schicksal in die Hände eines Wahnsinnigen gelegt. Jetzt haben wir geerntet, was wir gesät haben. Versuche nur, meine grundlegenden Ausgaben zu decken. Das ist nicht das bessere Morgen, das Richthofen versprochen hat. Dies ist ein Land der Albträume. Als hätte die Hölle persönlich Gestalt angenommen. Oder doch? Ich werde mir die Zeit nehmen, mich zurückzulehnen und den großen Knall zu genießen. Wenn es nicht die Höhle ist, in der wir uns hier befinden,
kann es sein, dass wir unsere Seelen zu einer Ewigkeit im Fegefeuer verdammt haben? Ich muss versuchen, mit diesem geheimnisvollen Dr. Moti in Kontakt zu treten. Ich glaube, ich erinnere mich an diesen Ort. War das erste Mal, dass ich gepfählt wurde? Keine unbegrenzte Munition. Das wäre so viel effizienter. Weltraumholz ist einfach das beste Holz. Definitiv, glaube ich. Eine bekannte Waffe in unbekannten Zeiten. Willst du spielen? Wer als erstes stirbt, verliert. Gesehen, was passiert ist? Es waren Tausende. Insta-Kill! Ihr Blut wird spritzen, überall hin. Was ist nur aus der Idee geworden, den Reichtum unter den Menschen aufzuteilen? Selbst im Weltraum ist das eine gute Sache. Ich zeige euch. Wenigstens hat dieses lästige Flugwesen keine Tentakel. Okay, Leute. Wenn ihr aufgepasst habt, und selbst wenn nicht, sollte es mehr als klar sein, dass die Dinge hier völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Also so wie immer, nehme ich an. Jedenfalls habe ich eine heiße Debatte mit dem alten Schattenmann und seinen Apothekon-Kumpels. Und das macht es schwer, diese Realität stabil zu halten. Ernsthaft, seht ihr euch an. Sie wird praktisch mit Klebeband und Schnur zusammengehalten.
sich beim Schießen mit der Waffe einfach im Kreis. Ist vermutlich ziemlich effektiv. Die sehen aus wie große Knallfrösche. Ungewöhnlich große Klingen und ich hatten schon vier unschönen Spaß zusammen.